Provinz der Schweiz zu entdecken. Ja, das tönt wunderbar. Also ich glaube, wir möchten auch die Leute dazu einladen, hier diese Stadt einmal zu besuchen. Jetzt habe ich mir auch sagen lassen, Graubünden ist, also nicht Graubünden, aber Chur ist eine Bischofsstadt. Das kommt noch von woher? Ja, Chur ist der zweitälteste Bischofssitz nördlich der Alpen und war immer besetzt. Und auch heute noch ist der Bischof in der Stadt. Manchmal auch etwas speziell, weil die Stadt ist inzwischen ja reformiert. Und der Hof, wie wir Chur sagen, das ist diese um die Kathedrale gebaute Festung auch noch von damals, das ist der katholische Sitz. Chur ist auch die Hauptstadt des Kantons Graubündens und ihr habt ja auch unter dem Jahr eigentlich immer wieder verschiedene Veranstaltungen, was ihr macht. Also natürlich auch dieses wunderbare Churfest, wo wir jetzt hier mit dabei sein dürfen. Aber ihr habt auch, glaube ich, nächstes Jahr ein großes Musikfest, ein Volksmusikfest. Und das ganze Jahr über habt ihr so verschiedene Aktivitäten. Was läuft da so alles bei euch? Ja, das beginnt in der Winterzeit natürlich. An Weihnachten mit dem Weihnachtsmarkt und dann mit dem Fasching, Fasnacht, ebenfalls bekannt in Chur. Das Maiesäß, das ist ein traditioneller Ausflug aller Schülerinnen und Schüler auf die nahegelegenen Maiensäß, auf die Alpen. Und dann im Sommer ist natürlich das Churfest, das größte Fest Graubündens. Und im Herbst ist die Schlagerparade, klassischer Schlager, nicht volkstümlicher Schlager. Und im nächsten Jahr, 2011, das ist ganz einfach zu merken, vom 9. bis 11.09.2011 ist das Volksmusikfest, Ländermusik und da kommt die ganze Schweiz, ist ein eidgenössisches Fest. Ja, das tönt ja schon mal ganz, ganz gut und wenn wir jetzt da so bei den Festen sind und wo ich ja gesagt habe, wir sind hier auf dem tollen Churfest, habe ich jetzt noch die Frau Nadja Wieland hier bei mir und zwar ist sie die Pressesprecherin des Churfests. Hallo Frau Wieland. Hallo, guten Abend. Freut mich natürlich riesig, dass Sie auch hier sind und mir jetzt natürlich sicher auch noch ein bisschen Auskunft darüber geben. Wie ist denn das so? Wie lange gibt es dieses Fest eigentlich schon? Das Churfest gibt es schon sehr lange, schon seit über 2 Jahrzehnten. Wir feiern dieses Jahr jetzt das 21. Churfest in Chur. Ja, das hat in dem Fall wirklich schon so richtig Tradition bei euch, gell? Und ich habe mir sagen lassen, das ist ja eigentlich aus einer netten Idee entstanden. Und zwar sagen Sie uns, wie das eigentlich so gekommen ist. Das waren früher kulturelle Anlässe und die sind dann gewachsen und mit der Unterstützung von den Vereinen ist es immer größer und größer und größer geworden. Die Besucherzahlen, die wachsen auch jedes Jahr. Wir sind letztes Jahr auf 85.000 gewesen. Dieses Jahr werden es vielleicht noch mehr sein, wenn es so viele Leute hat wie heute Abend. Es ist immer mehr gewachsen. Wir haben mittlerweile über 40 verschiedene Vereine. Diese Vereine sind Fußballclubs, das sind der spanische Verein. Also es ist wirklich sehr multikulti. So ist es auch gewachsen, auch mit den Esswaren, die es hier gibt. Man kann sich von Chinesisch über Italienisch zum Griechen durchessen, Spanisch. Die tibetischen Momos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also es ist sehr, sehr vielfältig und reichhaltig. Also ich finde es auch wirklich wunderschön, die Idee am Ganzen, dass man eben, wenn man schon so eine tolle Stadt hat, wo so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen, wie ist jetzt das? Wird das eigentlich jetzt bloß von den Einheimischen genützt oder kommen da auch die Leute von weiter weg her? Ja, zum einen sind es die Heimwehbündner, die nach Hause kommen, die Churinnen und Chur, die viele auch im Unterland, wie wir sagen, wohnen, sich wieder treffen mit der Familie, aber dann natürlich auch viele Gäste, sei es auf der Durchreise, sei es auf einer Bahnreise, die dann Stopp machen und dieses Wochenende dann auch nutzen, wo eben auch was los ist. Also ich habe jetzt zwar ganz frech den Tourismuschef gefragt, ja, aber ich denke, für ihn ist das natürlich was ganz Tolles, wenn jemand so ein tolles Fest auf die Füße stellt. Ich bedanke mich bei euch beiden schon recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns Chur und vor allem das Churfest ein bisschen näher zu bringen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für das Churfest und alles Gute auch für die Stadt Chur in Zukunft. Herzlichen Dank. Nach so viel Infos von Chur und seinen Sehenswürdigkeiten geht es bei uns wieder musikalisch weiter mit einer
tollen Künstlerin, das mir riesig freut, dass ich sie überhaupt anmoderieren darf. Sie ist gebürtig aus dem Bündnerland, aus diesem Kanton und ist sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Nicht nur solo, sondern auch mit ihrer Band, mit Furbatz. Und ihr größter Erfolg war dazu mal der Sieg beim Eurovision Song Contest mit Viva Senza Te. Und ich glaube, jetzt wisst ihr schon, wen ich meine. Genau. Marie-Louise Wert hier bei uns auf der Bühne nun mit zwei brandneuen Titeln Ich verlieb mich nie mehr und aus ihrem aktuellen Album Pur Amour. Begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus Marie-Louise Wert. Für das kleine bisschen Glück mach ich mich dauernd.